Die Freunde für Frieda haben bereits einiges zur Unterstützung des an dem unheilbaren Gendefekt G1 Gangliosidose erkrankten Mädchens unternommen. Nun gibt es unter dem Motto Rock für Frieda ein Benefizkonzert für die Vierjährige. Wir lernen Frieda und die Organisatoren des Konzerts einmal näher kennen. Vor 3 Jahren wurden Frieda und ihre Eltern mit der Diagnose einer bisher für sie unbekannten und seltenen Krankheit konfrontiert. Frieda hat sich bis zum ersten Lebensjahr ganz normal entwickelt. Dann haben wir festgestellt, irgendwas stimmt nicht. Die Frieda hat sich motorisch und sprachlich nicht weiterentwickelt, stagnierte also. Also haben wir versucht, verschiedene Ärzte aufzusuchen, sind durch verschiedene Kliniken in Deutschland gegangen, haben dort Therapien, MRTs, EEGs und so weiter gemacht. Die Frieda hat ziemlich viel über sich ergehen lassen müssen, 3 Jahre lang, bis wir dann im Dezember 2014 das Ergebnis GM1 Gangliosidose halt bekommen haben. Und seitdem können wir dann gezielt therapieren oder versuchen, das Leben etwas lebenswerter zu machen. Die Krankheit wird durch einen Enzymdefekt hervorgerufen und führt zu toxischer Anhäufung von Gangliosiden in den Körpergeweben, vor allem im zentralen Nervensystem. Umstände, die den Alltag immer schwieriger werden lassen. Der Alltag mit der Frieda ist insoweit anstrengender geworden, weil sie halt keine Gefahren einschätzen kann. Das heißt, sie muss 24 Stunden beobachtet werden von uns. Die krabbelt auf die Couch und lässt sich einfach fallen. Die geht die Treppe hoch und stürzt sich zurück. Erschwerend hinzu kommt, dass die Frieda beim Essen Unterstützung braucht. Wir müssen ihr das kleinschneiden. Und die Frieda hat eine Schluckstörung, die zu der Erkrankung gehört. Und die hat kein Sättigungsgefühl im Mund. Das heißt, sie stopft das Essen einfach in sich hinein. Die Freunde für Frieda, eine Gruppe engagierter Frauen und Männer, haben in der Vergangenheit bereits einiges unternommen, um finanzielle Mittel zur Unterstützung zu sammeln. Unter anderem ein eigens komponierter Song sowie eine ungewöhnliche Wurst-Challenge. Bei der halt wirklich Unmengen an Leuten auf den Zug aufgesprungen sind und wirklich sehr viele Lieferanten und Leute aus der Szene ihre Hilfe angeboten haben. Und das ist einfach Wahnsinn, was draus geworden ist. Hat keiner mit gerechnet und wir sind echt dankbar. Wir sind nicht nur zum Spaß hier, sondern es geht um die Aktion Wurst für Frieda. Frieda ist ein kleines Mädel, was an GM1 Gangliosidose erkrankt ist. Und vielleicht habt ihr das bei Facebook mitbekommen, es läuft ja momentan so eine Charity-Aktion. Grillt eine Wurst, macht ein Selfie und spendet quasi Frieda eine Wurst. Hallo Frieda, wir sind alle für dich da. Wurst für Frieda, essen alle, das ist klar. Hands up Frieda. Alles ist so wunderbar, denn die Frieda macht das Wunder erst wunderbar. Hallo Frieda, dieser eine Song ist nur für dich, denn du zauberst uns Tag für Tag ein Lächeln ins Gesicht. Du bist so wunderbar und eins ist ja wohl klar, wir stehen immer hinter dir, die Familie ist für dich da. Der Grund, warum ich für Frieda den Song geschrieben habe, ein Song für Frieda, ist einfach der, weil Familie für mich alles bedeutet. Und wie könnte ich meinen Beitrag besser leisten als mit der Musik, da ich Musiker bin. Und ich habe mir gesagt, ich möchte meinen Teil beitragen und meinen Cousin und Frieda vor allem unterstützen, dass wir eine große Bewegung schaffen. Und das haben wir damit gestartet. Die gespendeten Gelder werden von Sabrina und Steffen Pelzer in Behandlungen, Therapien oder den behindertengerechten Umbau der Wohnung investiert. Wir haben zum einen die Delfintherapie, die große Erfolge bringen sollen, sowohl sprachlich als auch motorisch. Dann gibt es eine Therapie in der Ukraine, die ist auf Physio ausgelegt und da sind auch sehr große Erfolge sowohl in der Krankheit als auch bei anderen Krankheiten erzielt worden, sind beide im Ausland und werden dadurch nicht durch die Krankenkasse finanziert, sind sehr teuer und da ist es natürlich toll, wenn man da Unterstützung bekommt. Zum anderen hätten wir halt hier das Badezimmer, was noch etwas erweitert werden muss auf lange Sicht, weil es einfach zu eng ist und falls der Rollstuhl oder wenn der Rollstuhl irgendwann ansteht, dass man dann barrierefrei einfach dort rein kann. Damit dies recht bald realisiert werden kann, laufen die Vorbereitungen des nächsten großen Events bereits auf Hochtouren. Wir veranstalten dieses Benefizkonzert, um eben einmal entsprechend Spenden zu sammeln für die kleine Frieda, aber natürlich auch, um einfach einen tollen Abend zu haben mit allen Freunden für Frieda und eben damit auch dann die Familie zu unterstützen.
Für die beiden beteiligten Bands stand sofort fest, dieses Vorhaben muss unterstützt werden. Der Organisator des Konzerts, der Christian Kuhn, hatte uns angesprochen, ob wir da mitmachen wollen. Und da wir sicher sind, dass mit ihm das wirklich auch ein ganz, ganz tolles Konzert wird von der organisatorischen und technischen Seite, helfen wir natürlich da gerne. Und vor allen Dingen, wenn man die Familie dann auch hier sieht, wird es so persönlich, dass man sich dem auch gar nicht entziehen kann und wirklich da sehr, sehr gerne seinen kleinen, bescheidenen Beitrag als Musiker liefert. Wir haben bei uns in der Band allein 7 Kinder und das hat uns dazu bewogen, dass wir uns sehr, sehr gerne engagieren möchten, weil mit jeder Geburt von jedem Kind ist einfach klar, dass man einfach denkt, man möchte dem Kind einen guten Weg ebnen und man hat Hoffnungen und Nöte. Ja, und als wir das dann gehört haben, haben wir gedacht, ja, die Frieda soll auch ihren Weg gehen und die ganze Familie und deswegen sind wir mit dem Herzen dabei. Mit dem Herzen dabei sind hoffentlich auch viele hundert Besucher beim Benefizkonzert am 27. Februar in der Mehrzweckhalle in Erkelenz-Gerderhahn.